Kiel. Ostseestadt, Stadt an der Förde. Die Förde hat der Stadt ihren Namen gegeben. Die älteste Erwähnung in einer mittelalterlichen Urkunde, Civitas Holsatiae, Tom Kiele, am Keil gelegen, die Stadt der Holsten. Und dieser Keil erstreckt sich 17 Kilometer von der Ostsee ins Landesinnere und am Inneren ist die Stadt gegründet worden. Die Hörn, das heute begradigte Ende der Kieler Förde. Sie wird überspannt von der Hörnbrücke, einer technisch raffinierten Dreifeld-Zugklappbrücke. Auf der rechten Seite der Norwegenkai für die Fähre nach Oslo und dahinter die zwei großen Kieler Werften. Auf der linken Seite der Schweden-Terminal für die Fähre nach Göteborg und dahinter die Innenstadt mit dem Rathausturm. Kiel, Stadt an der Kieler Förde, Olympiastadt, Segelstadt, Universitätsstadt, Werften und am Nord-Ostsee-Kanal gelegen. Die nördlichste Stadt, Großstadt Deutschlands mit einer 250.000 Menschen. Eine alte Stadt, 778 Jahre alt. Und das wichtigste politische Zentrum ist natürlich das Rathaus. Das Rathaus aus der Kaiserzeit, ein architektonisch bedeutender Bau. Und das sieht man auch an diesem Platz, an dem Rathausplatz. Der Rathausplatz ist schlossartig eine Dreiflügelanlage mit zwei Flügeln. Auf der einen Seite das Kieler Opernhaus. Sein Eingang ist wie der Rathausplatz auf den kleinen Kiel ausgerichtet und damit auf die Altstadt. Der andere Flügel ist altstadtseitig ein altes, bedeutendes Bankgebäude von 1927. Wahrzeichen von Kiel ist ohne Zweifel der mächtige Rathausturm. Mit 106 Metern Höhe ist er einer der höchsten Rathaustürme in Deutschland. Wegen seiner Ähnlichkeit mit dem berühmten Glockenturm der Markusbasilika von Venedig ist er sicher der schönste unter den Großen. Dieser Rathausplatz ist kein Marktplatz, keine Geschäfte rundherum, sondern er ist ein repräsentativer Herrschaftsplatz. Hier tobt das Leben, wenn während der Kieler Woche hier der internationale Markt ist oder zur Adventszeit der Weihnachtsmarkt und wenn der THW wieder deutscher Meister wird. Der Alte Markt, Mittelpunkt der Bürgerstadt. Er heißt zwar Alter Markt, aber an alte Zeiten erinnert an der Bebauung nach den fast totalen Kriegszerstörungen hier kaum etwas. Lediglich die wiederaufgebaute Nikolaikirche steht noch auf ihrem alten Platz. Die Nikolaikirche, St. Nikolai, die Stadtkirche von Kiel. Eine Kirche, die so alt ist wie die Stadt. Also nicht in der gegenwärtigen Gestalt, aber in dem Fundament. Und sie ist Zeugnis der wechselhaften Geschichte der Stadt. Hier ist die Universität 1665 gegründet worden in diesen Mauern. Und dann hat diese Stadt, wie die Stadt, auch die Kirche die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erlebt. Diese Kirche war offen, sie war fast vollständig zerstört. Und die gegenwärtige, schöne, lichte, offene Gestalt ist das Werk des Hamburger Architekten Langmark, der insbesondere die Hallenkirche, die dreischiffige und quadratisch ausgerichtete Hallenkirche, langgestreckt hat, indem er den Chor auf die Höhe des Gewölbes gebracht hat. Die jetzige, aufgelockerte Pavillonbebauung des alten Marktes geht auf die Zeit der Segelolympiade 1972 in Kiel zurück. Die dänische Straße führt vom alten Markt nach Norden in Richtung auf das Schloss zu. Das ist eine Straße, wo man heutzutage auch noch Altstadt-Flair empfinden kann. Hier stehen einige Häuser aus der Kaiserzeit, die heil geblieben sind. Und insbesondere hinter mir ein altes Gebäude, das zurückgeht auf das frühe 17. Jahrhundert, der Warleberger Hof, ein ehemaliges Adelspalais, das dann zwischenzeitlich auch im Besitz der Kieler Universität gewesen ist und Ort der anatomischen Sammlung der Christian-Albrecht-Universität und seit 1970 dann das Stadtmuseum der Stadt ist. Der Kieler Klostergarten ist ein Ort der Stille mitten in der Altstadt.
Ursprünge dieses einstigen Klosters gehen zurück bis in die Gründungszeit der Stadt Kiel. Von dem einstigen Kloster, das im Krieg 1943-44 vollständig zerstört worden ist, sind erhalten nur noch diese vier sichtbaren Pfeiler des ehemaligen Kreuzganges und das Refektorium, das heißt der Speisesaal der Mönche. Hinter mir der kleine Kiel. Ein großer innerstädtischer See, der aus zwei Teilen besteht und die Verbindung wird durch die Emil-Lückenbrücke überspannt. Was man heutzutage gar nicht mehr vermutet, ist, dass der kleine Kiel ehemals ein Arm der Kieler Förde war, der eine Halbinsel umschlungen hat, auf der im Mittelalter dann geschützt die Stadt Kiel gegründet worden ist. Was sehr schön ist, man hat an den Enden wunderbare Parks und Gartenanlagen, hier den Ratsdienergarten unterhalb des Schlosses und dann der Hiroshima-Park unweit des Kieler Rathauses. Hafenstadt, Industriestadt, Werftstadt mit einem Museumshafen. Also wir haben hier den alten Tonnenleger Bussard, wir haben ein Feuerlischboot und wir haben einen ehemaligen Rettungskreuzer Hindenburg. Aber ganz wichtig im Hintergrund, zwei riesige Portalkräne. Der große wird auch der Koloss von Kiel genannt, der sich wie der Koloss von Rhodos hier fast über den Eingang der Förde spannen könnte. Kiel zu besuchen, die Kieler Förde, die reizvolle Umgebung, das lohnt sich immer. Und Sie können bald wieder reale Stadtführungen buchen bei Kiel Marketing. Sie können jetzt schon Gutscheine erwerben. Wir laden Sie ein und erwarten Sie. Herzlich willkommen.